Okay. Also auf, ab auf die Suche nach. Ich glaube zwar nicht, dass diese Vermutung stimmt, aber ich gucke einfach mal. Weil da ja, wo man ganz anfangen war, wenn man dort den Typen finden würde, wäre zu lustig gewesen. Also, zuletzt wurde er in Renak oder in der Nähe gesehen. Okay. Wenn ich... Ah. Ja, was Geheimnis gefunden. Wieso habe ich das Gefühl, dass das unser werter Herr Sohn ist? Aber erstmal sein Haus durchsuchen natürlich. Was treibt euch hierher? Ja, er heißt schon so Sohn. Bist du als Kind von zu Hause weggelaufen? Ja. Wieso? Deine Mutter hat uns losgeschickt. Sie macht sich Sorgen um mich. Wirklich? Komisch. Ich habe seit Jahren nichts von ihr gehört. Hört sie diesen Bastard. Bastard falsch geschrieben? Geheiratet hat. Habe ich sie nicht mehr gesehen. Wieso gehst du nicht mal einfach mal besuchen? Soll ich? Geh sie besuchen. Es ist völlig egal, was dein Stiefvater denkt. Ich denke, ihr habt recht. Ich werde sie mal besuchen gehen. Danke sehr, dass ihr mit mir geredet habt. Geh sie bitte besuchen, okay? Oh Gott, ich weiß schon, was ich sagen kann. Ich habe ein Gedächtnis zu den Thunfisch. Denn ich habe nicht gerade schon wieder vergessen, welcher von den beiden Städten seine Mutter war. Wenn ich den Namen sehe, werde ich es mich schon erinnern. Nee, Titus war es nicht. Allerdings hat der Typ gerade auf dem Dach gestanden, wenn ich richtig gesehen habe. Okay. Allerdings weiß ich noch, wie das Haus ungefähr aussah. Das war's nicht. Hier, eventuell. Nein. Da hier die Hundeliebhaberin, die ganz, ganz viel Liebe von den Hunden will. Mal. Ja, eventuell. Ja, habt ihr meinen Sohn gefunden? Ja, wir haben es ihm gesagt. Er sagte, weil du ihn so sehr suchst, wird er sich wieder bei dir melden. Wirklich? Das freut mich aber jetzt sehr. Für eure Mühe bekommt ihr nun eine wohlverdiente Belohnung. 4000 Erfahrungspunkte. Dankeschön. Okay. Dann war's das auch schon wieder. Dann durchsuchen wir die letzte Stadt, die ich erstmal vorhabe. Danach erledige ich noch ein Quest, was ich für Level 30 anscheinend ausgelegt war. Wo ich vermuten kann, dass die Viecher so lange aushalten wie Endbosse von was weiß ich welchen Spielen. 20 bis 30 Minuten pro Kampf. Die Stadt habe ich doch noch nicht durchsucht, oder? Einfach schon, weil ich nichts finde. Und wenn ich im ganzen Haus nichts finde, habe ich schon durchsucht. Hey, ihr da. Wie sieht's seltsam aus? Schon mal in den Spiegel gesehen? Nun ja, ich hab Stil. Erstaunlich, wie viele Freaks es gibt. Okay, hier war ich noch nicht. Ich hab komplett in grün gekleidet. Oh Mann, dem Spiel kann man echt sagen, hier sind alle möglichen Grafikstile, die es gibt, durcheinander gewürfelt. Schönen guten Tag. Gibt es etwas, was ich für euch tun kann? Nun ja. Wir fragen im Moment etwas rum, ob es irgendwo Neuigkeiten gibt. Naja, wie wir so sind, immer helfen, wo es geht. Nun ja, ich muss euch enttäuschen. Ich habe leider nichts, was euch interessieren könnte. Tut mir leid. Na, das geht schon in Ordnung. Glückswürfel Teddy! Ja. Saphir. Wie sie jetzt nur 99 oder 25? Halt! Hallo! Ich bin total traurig! Wieso bist du denn traurig? Ich habe meine Glückswürfel verloren. Ich hatte 10 Stück davon. Okay, wir haben welche. Vielen Dank! Hallo! Habt ihr die Glückswürfel gefunden? Ja, mein Kleine, hier sind sie. Danke! Hier ist eure Belohnung. 1,5. Okay.
Aus dem Weg, Kleiner. Danke. Man kann auf Bierflaschen laufen. Nett. Katzenwache. Danke für eure Hilfe. Dass es aber immer nur Erfahrungspunktbelohnungen gibt. Wenn ich daran denke, dass in der Ursprungsversion es keinen Dieb gab. Und wenn man Pech hatte, man hat immer nur ganz wenig Geld gekriegt, wenn überhaupt, dann hat man irgendwie ein verdammtes Geldproblem. Ich meine, es ist ja schon die Version 1.04. Das heißt, es ist schon ein bisschen gepatcht. Ist das nicht ein herrliches Wetter heute? Ist doch... Ja doch. Der Himmel ist klar und die Sonne scheint. Ja, ich persönlich laufe gerne den ganzen Tag und die Nacht herum. Eines meiner liebsten Hobbys. Du magst die sonnigen Tage doch nur, weil du hoffst, ein paar leicht bekleidete Damen zu sehen. Ich? Niemals! Alex, ich glaub dir nicht. Nicht ein Wort. Heiliges Wasser. Wieder ein riesiges Fass. Ein Schrank. Ein Teil, wo ich keine Ahnung habe, was es darstellen soll. Brennen, brennen. Oh Mann, ich habe lange keinen Besuch mehr von so jungen Leuten wie euch bekommen. Wieso das denn nicht? Nun, ich bin alt und langweilig. Ich habe hier nichts mehr zu suchen. Sag doch sowas nicht. Naja, ich bin halt alt. Viele junge Leute kommen damit nicht mehr zurecht. Hier komm dich gern öfters besuchen. Ja, das wäre wirklich nett, sehr nett. Bis bald. Ja, bis bald. Jetzt würde mich nur noch interessieren, ob es sich wirklich etwas ändert, wenn ich ihn später mal besuche. Glückswürfel, okay. Hallo, kennt ihr ein Mittel gegen Schnarchen? Schnarchen? Nein, tut mir leid, da bin ich überfragt. Mein schnarcht so laut, dass wir in zwei verschiedenen Zimmern schlafen. Selbst dann höre ich ihn noch. Tut mir leid, sieht nicht so aus, als könnten wir dir weiterhelfen. Nun ja, es ist ja auch nicht euer Problem. Also, wir brauchen ein Anti-Schnarchmittel. Okay, noch ein paar Kronen. Stadtwache in. Ganz weit weg von innen bleiben. Das sieht ja mal wieder gigantisch aus. Ich passe hier auf, dass niemand Unfug treibt. Da musst du dir bei uns keine Sorgen machen. Wir wollen bloß den Leuten helfen. Dann helft mal los. Leider lässt sich nicht jedem helfen, weil die... Ja, ich kam zu dir nachher, weil nicht jeder mir eine Mission anbietet, bei der ich helfen kann. Vorsicht, unser Sohn ist sehr verspielt. Das macht nichts, das waren wir doch alle mal. Naja, nun ja, Kinder sind unsere Zukunft. Wenn du meinst... Entschuldige, was sagtest du? Ich sagte, wie es scheint. Wie du meinst, wie es scheint. Einfach aus klein, weil es mich jetzt doch mal wieder interessiert. Okay, 915 Geheimnisse habe ich schon gefunden. Boah, hast du eine tolle Feder in deinen Haaren. Danke, du kleiner Süßer, du. Willst du mit mir fangen? Ja, gerne, aber zuerst muss ich mit meinen Freunden noch was zu erledigen. Nee, nur Überraschung, dass die Musik so schnell aus war. 1, 4, 2, 9, was weiß ich. Hallo Hundi. Wuff. Nee. Miau, 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 miau. Katze.
Mann. Hä? Wieso ist es nur so schwer, Hunde zu erziehen? Nun ja, du müsstest einfühlend und streng gleichzeitig sein. Nee, sowas kann ich nicht. Ich lass ihn auch schon an meiner Fleischwurst rumkauen, damit er lieb und isst und gehorcht. Wenn wir mal dann draußen sind und miteinander rumspielen, dann hab ich das Gefühl, er möchte es auch. Du bist, glaube ich, auf dem besten Weg.